Vor rund einem Jahr stellte Seat den Leon Cupra vor. Das heißt das Spitzenmodell mit 280 PS, aber nicht besonders familientauglich. Jetzt ist das Problem gelöst, denn es gibt den Leon Cupra als ST, also als Kombi. Und genau den testen wir jetzt. Von der Papierform her ein Sportkombi, wie er im Buche steht. Der neue Seat Leon Cupra ST. Bis zu 280 PS, 250 Stundenkilometer Höchstgeschwindigkeit von 0 auf 100 in nur 6 Sekunden. Gleichzeitig ein regelrechter Packesel mit bis zu 1470 Litern Kofferraumvolumen und großzügigen Platzverhältnissen vorne wie hinten. Seine Vielseitigkeit macht den Leon Cupra ST von Seat zu einem Musterknaben in zwei Welten. Mit dem Leon Cupra ST hat Seat es geschafft, dass ich ein familienfreundliches Auto habe, einen schönen großen Kombi und dennoch ein richtig sportliches Fahrzeug. Der Wagen bietet viel Platz, sehr hochwertige Materialien, eine gewohnt gute Verarbeitung. Und das Schöne ist, wenn ich es richtig krachen lassen will, dann nehme ich den Cupra-Modus und kann fahren wie der Teufel. Für 32.560 Euro stellt Seat ein Power-Kombi auf die Räder, der es auf der Autobahn bei Bedarf mit waschechten Sportwagen aufnimmt. 265 PS leistet die Basisversion, die bereits 15 Pferdestärken mehr hat als der direkte Konkurrent Ford Focus ST. Dafür hinkt der Seat dem Ford in Sachen Kofferraumvolumen etwas hinterher, denn der Kölner schluckt immerhin 46 Liter mehr Gepäck. Wer beim Spanier im Vergleich zur Basisversion nochmal 1.300 Euro drauflegt, erhält für 33.860 Euro den Sportkombi Leon Cupra ST sogar mit 280 PS. Wem dieses Kraftpaket noch nicht reicht, für den hat Seat das sogenannte Performance-Paket im Angebot. Inbegriffen sind stärkere Bremsen, Rennreifen und ein Aerodynamikpaket. Bereits im Stand wirkt der Spanier schnittig und fällt mit seinem Design aus der breiten Masse heraus. Kein Wunder, steht Seat im Volkswagen-Konzern doch immer konsequenter für die rassige Art der Fortbewegung. Die sportlichen Akzente fallen übers gesamte Fahrzeug hinweg eher dezent aus. So zum Beispiel die klassischen weißen Zahlen auf schwarzen Ziffernblättern, die lediglich vom Cupra-Schriftzug begleitet sind. Der wiederholt sich unter anderem auf den Sitzpolstern. Wer sich von hinten an den Leon Cupra ST heranpirscht, erkennt den bis zu 280 PS starken Lastesel an mächtigen Auspuffrohren und einem Heckdiffusor, der von ausgeklügelter Aerodynamik zeugt. Die macht sich bei der Fahrt im flotten Spanier ebenso bemerkbar wie die üppige Leistung unter der Haube. Besonders auf der Rennstrecke. Man merkt dem Leon Cupra ST also im Nu an, welches hohe Potenzial in ihm steckt. Allerdings stößt der reine Vorderradantrieb in manchen Situationen dann doch an die Grenzen der übertragbaren Motorkraft. So zum Beispiel, wenn die Vorderräder bei hohem Leistungseinsatz höher und spürbar nach Traktion suchen. Dennoch, der normale Leon Cupra hat bereits mit Rundenzeiten am Nürburgring von unter 8 Minuten überzeugt. Spätestens die Reaktionen von Beifahrern zeigen, was im sportlichen Spanier steckt. Mach dir mal ein Nickerchen, ne? Übrigens, der Wagen hat auch Airbags, ne? Ah, okay. Im öffentlichen Straßenverkehr lässt der Seat Leon Cupra ST seine Insassen spüren, dass sein Fahrwerk zu höherem bzw. schnellerem berufen ist, als nur komfortabel dahin zu gleiten. Unebenheiten jeglicher Art werden den Bandscheiben der Passagiere deutlicher mitgeteilt als in einem reinen Familienkombi mit konsequenter Komfortauslegung. Selbst ein größtenteils überzeugendes Konzept stößt in bestimmten Situationen eben an seine Grenzen. Der Seat Leon Cupra ST schlägt die Brücke zwischen Vernunft und Fahrspaß pur. Der Wagen bietet bis zu 1470 Liter Ladevolumen, Platz für 5 Personen und zudem richtig Fahrspaß dank Sperrdifferenzial und 280 PS. Ab 8. März bereichert der Seat Leon Cupra ST die Auswahl an kompakten Familienkombis hierzulande.